Ja, super. Danke, Angela. Wir haben ja alle in der Schule gelernt, Geld druckt die Zentralbank. Und das tut sie auch, aber sie druckt nur einen sehr kleinen Teil des Geldes, das wir verwenden. Der größte Teil des Geldes, das wir verwenden, das drucken die Banken. Nein, sie drucken es nicht, sie geben es aus und es ist dann eigentlich auch gar nicht wirklich vorhanden. Sie geben es aus in dem Moment, wo wir ein Darlehen aufnehmen. Wenn ich mir einen kleinen Kleinwagenstinker kaufen will für 10.000 Euro, nur ein schönes Rechenbeispiel, dann hat heute die Bank, um dieses Geschäft zu tätigen, durchschnittlich 320 Euro, die sie bereitstellt, das ist also das eigene Geld, das sie einsetzt, und 10.000 Euro schreibt mir diese Bank auf meinem Konto gut, ohne dass dieses Geld vorher existierte. Was passiert jetzt mit dem Geld, wenn ich das, wenn ich es zurückzahle? Wer weiß das zufällig? Hat die Bank dann dieses Geld oder hat sie es nicht mehr? Sie hat es nicht mehr, richtig. Also die Bank gibt das Geld aus, um es mir zu verleihen. Ich kaufe mir das Auto, stotter das ab und wenn ich das abbezahlt habe, ist das Geld weg. Was die Bank aber behalten hat, sind die Zinsen. Typischerweise irgendwas um die 5-10%. Zurzeit ist es eher ein bisschen weniger. Und dann kann man aus 320 Euro schon mal einige tausend Euro machen. Das ist ein nettes Geschäft. Und wenn sie das mit Kleinwagen machen würde, wäre das eine nette Geschichte, aber sie macht es auch mit dem Staat. Das heißt, die Notenpresse, die staatliche Notenpresse, in unserem Fall, also die EZB, darf gar nicht das Geld drucken, mit dem Staaten beliehen werden, sondern die Staaten leihen sich bei den Banken das Geld und sind hochverschuldet. Das heißt, unsere gesamte Schuldenfalle, in der die westlichen Staaten alle stecken, beruht auf Geld, das nicht existierte. Die Zinsen sind aber reell. Die Zinsen streichen die Hochfinanziers ein und bereichern sich damit. Dieses System hat noch eine weitere Folge. Dieses System ist dafür verantwortlich, dass wir Wirtschaftswachstum brauchen, um einen Kollaps zu vermeiden. Denn nur wenn die Industrie oder wer auch immer Darlehen aufnimmt, kommt überhaupt erst Geld in Umlauf, wenn wir unser Geld zurückzahlen, abgesehen davon, dass die gesamte Rückzahlung aller Schulden gar nicht mehr möglich ist, weil ja in der Zwischenzeit Zinsen abgeflossen sind. Aber wenn wir versuchen, das Geld zurückzahlen, dann wird die Geldmenge weniger und die logische Folge, die Wirtschaft kracht zusammen. Das heißt, wenn die Wirtschaft anfängt zu schwächeln, dann gibt es eine positive Rückkopplung, also eine Implosion, eine Wirtschaftskatastrophe. Das ist ein völlig untragbarer Zustand. Er hat zwei schöne Vorteile. Der erste Vorteil, es gibt ein Gegenkonzept. Die Schweizer machen dazu eine Volksabstimmung. Das Gegenkonzept heißt Vollgeldreform. Und dahinter steckt nichts anderes als ein Gesetz, das vorschreibt, dass an einem Tag X, wo das in Kraft tritt, ausschließlich die staatliche Notenpresse, könnte auch die EZB sein, wenn sie das dann auf Kosten oder zugunsten der EU-Staaten macht, also dass ausschließlich staatlich legitimierte Notenpressen Geld drucken dürfen und Banken dürfen sich dort Geld ausleihen, bis sie eins zu eins weiterverleihen. Niemand wird enteignet, niemand verliert Geld und die Notenpressen können bereits im Beginn des Gelddruckens einen ganz großen Teil, mehr als 50% sämtlicher Staatsschulden tilgen. Große Frage. Wenn jetzt die Notenpresse Geld druckt, um das Geld zu tilgen, ist dann nachher mehr Geld da als vorher? Gibt es eine Inflation? Nein, es gibt keine Inflation, weil das Geld, das sie drucken, um die Schulden zu tilgen, erlischt in dem Moment, wo die Schulden getilgt sind. Das ist das Schöne an dem System. Das heißt, die Notenpresse kann erst einmal sehr viel Geld drucken, ohne dass mehr Geld da ist. Sie kann das Geld dann frei bestimmen nach Stabilitätskriterien. Niemand wird enteignet. Und sie kann im Laufe der Zeit alle fälligen Darlehen, so sie turnusmäßig anstehen, wieder drucken und ablösen. Das heißt, eine Entschuldung sämtlicher Staatsschulden ist auf dem Wege möglich. Die Vollgeldreform halte ich für ein ganz wichtiges Vehikel. Erstens, damit die Staaten wieder unabhängiger werden. Was wir heute erleben, das Diktat der Hochfinanz über die Politik vollzieht sich maßgeblich auch vor der Schuldenkrise,
die durch das Giralgeld bedingt ist. Das heißt, eine Folgengeldreform bedingt unmittelbar, dass die Politiker, die Spitzenpolitiker, die Staatschefs enorm viel mehr Freiheit haben. Und die Hochfinanz ist ab dem Tag, wo die Folgengeldreform eingeführt ist, vom Finanzstrom abgeschnitten, der durch die Zinsen entsteht. Damit sind nicht die bestehenden Ungleichheiten ausgeräumt, das muss man trennen, aber ich würde nicht alles auf einmal machen. Die Folgengeldreform hat den großen Vorteil, dass es sehr einfach ist und niemanden schädigt und deshalb aus der heutigen Sicht am besten machbar ist gegenüber allen anderen Konzepten, die ich kenne. Das ist soweit ein paar Worte zum Giralgeld und zur Folgengeldreform. Und wenn ich noch ein paar Minuten Zeit habe, wunderbar, wenn ihr noch Interesse habt, dann wollte ich noch ein Thema, das Thema Demokratie anschneiden. Gibt es hier noch gar nicht Demokratie in Deutschland? Das ist die gute Frage. Nein, sie ist stark ramponiert, sie ist in einem desolaten Zustand und doch, wir haben Demokratie. Wir haben alle demokratischen Institutionen, wir haben ein System, das hervorragend ist. Wir haben aber eine desaströse Situation darin bestehend, dass bis zum Jahr 2013 mehr als 99% aller Bundesbürger nicht einmal wahrhaben wollten, wie stark die Demokratie beschädigt ist, wie stark im Untergrund Netzwerke im Hintergrund arbeiten und unsere Politiker befehligen, die nicht nur den Bürgern Rechenschaft schuldig sind, sondern auch den Netzwerken und auf den Umwegen, den wirklich mächtigen, wahrscheinlich der Hochfinanz. Was tun wir im jetzigen Moment? Es ist immer die Rede von direkter Demokratie. Und ich möchte hier eine These aufstellen. Solange die Bürger des Landes mehrheitlich nicht willig sind, grundlegende Realitäten zur Kenntnis zu nehmen, können wir tun, was wir wollen. Wir werden wieder bei der Macht der Mächtigen, derselben Mächtigen angelangen, weil die auf allen möglichen Wegen durch subtile Netzwerke alles unterwandern, was existiert. Das haben wir ja auch bei den Neugründungspiraten, bei den Grünen erlebt. Die grüne Parteibasis ist ja nicht der Gesinnung, wie die Politik läuft, sondern sie wird betrogen. Und deshalb sage ich hier ein ganz starkes Plädoyer zum Bewahren unserer heutigen Systeme und stattdessen zu einem Engagement, das eine Verbreiterung des Bewusstseins für den Betrug beinhaltet, insbesondere in die Parteien. Wir haben in den Parteien eine Minderheit der Bevölkerung, die durchschnittlich etwas mehr politisch interessiert ist, engagiert, aufgeschlossen und, wenn man so will, intelligent im Sinne von handlungsfähig. Diese Minderheit ist genauso blöd wie der durchschnittliche Bild-Zeitungsleser und hat sich genauso betrügen lassen wie alle andere. Aber ich wage hier die Behauptung, bei diesen Leuten kann man vielleicht mit den richtigen Informationen mehr landen als woanders. Und wenn die Parteibasis einer beliebigen Partei entscheidet, dass sie Demokratie will, dass sie die Betrüger weghaben will, sie zeigen sich heute so ungeniert, die Betrüger, ob es Bundestagsabgeordnete sind oder andere. Und gleichzeitig gibt es in der Politik viele Politiker, die dürfen nicht reden, die sind verzweifelt, die tun, was sie können. Manche werden ja dann auch von den Medien abgewählt. Die Medien sind wahrscheinlich fast die schlimmere Macht als viele Politiker. Und sie haben nicht die Unterstützung der Parteibasis, weil die Basis den Unterschied nicht erkennen will zwischen aufrichtigen Leuten und Betrügern. Der ist aber erkennbar und wenn die Parteibasis einfach nur die Augen öffnet, dann wird sie das umkehren können, dann werden aufrichtige Leute Unterstützung erfahren und Betrüger abserviert. Ich halte das heute für den wirksamsten Weg, die Demokratie zu heilen. Es gibt kein System, das uns retten kann, wenn wir die Augen nicht öffnen wollen. Und wenn wir sie aufmachen, dann haben wir, glaube ich, ein sehr gutes System. Ich möchte damit anregen, dass ihr diese Gedanken auch weiter betragt an alle Parteimitglieder, die ihr kennt. Es ist ein Keim, der, glaube ich, heute sehr auf sehr fruchtbaren Boden fällt, weil sehr Leute einen großen Leidensdruck haben. Übrigens auch in ganz anderen Milieus als das hier steht. Man dürfte sogar unter Unternehmern, unter Milliardären vielleicht ähnliche Dinge haben. Wenn man bedenkt, was heute mit der Ukraine passiert, was Europa und Russland passiert, wenn sie auseinanderdividiert werden, das nutzt nicht einmal die Milliardären.
ich bin kein Freund der Milliardäre, das sind sicher Leute aus einer ganz anderen Welt. Ich möchte euch bloß einfach mal für den Gedanken öffnen, dass wir vielleicht Freunde haben könnten an Stellen, wo wir es gar nicht ahnen würden. Und ich möchte anregen, dass wir die Brücke schlagen, dass wir uns als gesamtes Volk, und zwar nicht isoliert von anderen Völkern, sondern weltweit als alle Völker dieser Welt, nicht auseinander dividieren lassen. Es gibt bei dem, was hier abgeht, fast nur noch Verlierer. Und der Vorteil dabei, wenn es die Verlierer erkennen, dass sie zusammengehören, dass wir alle in einem Boot sitzen, dann können wir sehr stark werden. Vielen Dank und schönen Abend. Danke, Ulrich. Ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch ein nochmaliges Klatschen sagen. Ich soll einen Gruß nach München mitnehmen, wenn ihr vielleicht in Führung. Herzlichen Gruß nach München. Vielen Dank. Schönen Abend. Vielen Dank.